Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind hier mitten im Angriff auf die Sabine. Und bevor wir den durchführen, habe ich hier noch eine Sache vor. Und zwar bauen wir ja diese Mine aus. Die habe ich ja irrtümlicherweise erst später entdeckt. Und wir werden aber schon mal einen Arbeiter noch rekrutieren, damit die dann auch gleich voll arbeiten kann. Und den Sklaven, den schicken wir hier oben noch hin. Ansonsten habe ich hier auch ein bisschen Sklaven noch bewegt. Hier waren noch überzählige und hier auch. Die sind, das ist ein bisschen optimiert. Und ansonsten, glaube ich, gehen wir jetzt voran. Ne? Also nehmen wir mal die drei Einheiten und marschieren los. Irgendwie in Richtung Stadt. Wobei die Sperrleute deutlich schneller sind als die Hopliten. Das gefällt mir nicht. Ja. Das System ist irgendwie ein bisschen doof. Mit diesen gruppierten Bewegen gefällt mir nicht so gut. So, und jetzt ist die Frage, bleibt der Gegner in der Stadt oder kommt er raus? Ja, im Moment bleibt er drin. Gut. Ach, die sind hier auch noch dabei. So, dann werden wir jetzt die Belagerung beginnen, würde ich mal sagen. Und hier haben wir, glaube ich, noch die anderen Leves. Die werden wir jetzt von der Seite noch heranführen. Dann ist das, sollte das eigentlich eine sichere Sache sein. Ach, und wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Dieser Link hier, diese Verbindung, das ist insofern ärgerlich, weil hier viel Geld vielleicht ein paar Wochen verloren gegangen ist. Jetzt sind wir nämlich im Plus durch diese Mine da hinten. So, und wir belagern jetzt die Stadt. Sie hat eine Mauer. Unsere Pliten nehmen Aufstellung. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das geht und ob sie noch herauskommen wollen und sich einem Kampf stellen wollen. Und die Freunde kommen auch noch und helfen zur Belagerung. Und ich denke, wir werden hier auch noch mal kommen. So, haben wir hier irgendwas verpasst? Nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Gut. Okay. Ups, der Gegner ist da. Der Gegner ist da. Wir haben doch was verpasst. So, die Fernkämpfer kämpfen fern. Und wir kämpfen nah. Und die werden dann einfach die Belagerung fortsetzen. Auf der anderen Seite. Ausgetrickst. Aber nein, sie machen Fernkampfangriff. Das sollen sie nicht. Das müssen wir nochmal verändern. Wo war das hier? Nochmal. Dann macht mal eine Battleline, auch wenn ihr das gar nicht könnt. Aber das ist die Voraussetzung für die Belagerung. Während wir jetzt hier in den Kampf eintreten. Und hier schon wieder besiegt werden. Was ist denn hier los? Warum werden wir so erbärmlich schnell besiegt? Ich verstehe das gar nicht. Noch haben wir Essen. Die Truppe hat auch eine hohe Erfahrung. Hm. Und den General dabei. Das ist mir echt ein Rätsel, warum das passiert. Na gut, müssen wir hoffen, dass das hier... Aber möglicherweise kommt das durch die Angriffe von der Mauer, waren die da geschwächt. Oh, Leute, wir werden hier unsere Generalseinheit verlieren. Ich guck gleich mal, wo sie eigentlich herkommt. Wird uns das angezeigt? Aus Rom. Gut, aus Rom müssen wir sie also... Da müssen wir wieder suchen. Aber der Gegner verliert jetzt auch ziemlich viel, aber trotzdem, wir fliehen. Oder wir sind vernichtet, besser gesagt. Und das ist insofern ärgerlich, weil unser General damit auch ewig brauchen wird, ehe er wieder dabei ist. Aber gut, es kann ja nicht alles so optimal immer laufen. Und mit den Hopliten fallen wir denen jetzt in den Rücken. Und hier werden wir die Belagerung fortsetzen. Das sollte dann trotzdem klappen irgendwie. So, wir müssen bloß aufpassen, dass hier nicht möglicherweise die Wehe oder so uns in den Rücken fallen. Aber hier scheint alles soweit in Ordnung zu sein. So. Von hinten rein. Sollte jetzt doch eigentlich kein Problem sein. Die Belagerung. 35 Truppen. So, das haben wir. Sehr schön. Und wieder hübsche Sklaven dabei.
Und die Hopliten beteiligen sich jetzt an der Belagerung. Und dann haben wir bald die erste feindliche Stadt, wenn ich das richtig sehe. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nur abzuwarten, liebe Freunde. Oh, und jetzt verlieren wir übrigens Nahrung, weil wir im Winter sind. Oh, da sind ja nochmal Gegner rausgekommen. Muss man auch aufpassen. Also nochmal der Kampf. Oh, verdammt, da hinten kommen auch noch welche. Die haben sie schnell rekrutiert. Das ist jetzt ärgerlich. Was ist das für eine Anzeige? Recruiting blocked. Das ist nicht so schlimm. Haut mal lieber ab. So, die Sklaven. Ja, was machen wir mit denen? Eigentlich würde ich die hier gleich dafür verwenden. Bestellen, aber die können, glaube ich, nicht. Nee, besetzte Dinger können die nicht erobern. Nee, müssen wir erstmal hier die Kämpfe gewinnen. Vor allem abhauen, dass die Leves nicht durch die Speerleute besiegt werden. Der Gegner hat schon keine Nahrung mehr, das ist positiv. Okay, wir haben ihn und jetzt müssen die Hopliten voran, das ist ganz entscheidend. Mit den Leves hauen wir ein bisschen ab, beziehungsweise hier werden wir noch die Sklaven uns schnappen. Aber die Hopliten, die müssen voran. Nicht die Sklaven voran. Leute, Hopliten, marschiert. Ja, ihr sollt abhauen. Gut, sie sind nicht in den Nahkampf verwickelt. Sehr schön. Prima, die Sklaven dorthin. Wunderbar. Und wir können eigentlich mal mit der Truppe, mit den Speerleuten, können wir eigentlich mal das schon erobern. Und mit den Leves... Boah, was haben wir jetzt hier für Sklaven? Das ist ja herrlich. Die gehen in den Nahkampf, weil ich es ihnen ja befohlen habe. Wollte ich aber gar nicht. So, und die Leves machen mal die Belagerung weiter. Das muss ja auch vorangehen. Der Gegner rekrutiert möglicherweise schon. Oder sind wir schon drin? Ist die Stadt schon unseres? Tatsächlich, wir haben die Stadt schon. Wir haben sie, wir haben sie. Trebula ist unser. Prima, und das schauen wir uns an. Drinnen ist eine Einheit Leves. Tja, und jetzt wird hier aber die Moral sinken, weil jetzt natürlich Feindeinheiten die Stadt besetzt haben. Hier werden wir auf jeden Fall die Mauern lassen. Und die Frage ist, was bauen wir jetzt hier drinnen? Wir können... Es gibt doch irgendwas, was dann diese Unruhe reduziert. Watchtower, Nightwatch, genau. Hier, reduziert die Effekte der feindlichen Fraktion. Aha, erhöht die Moral in der Stadt. Wir werden das mal bauen. Haben wir noch nie gemacht. Kostet ganz schön viel Holz. Aber in der Stadt ist auch einiges da. Wir versuchen es. Bauen wir mal eine Nachtwache und schließen dann auf jeden Fall die Stadt an unser Reich an. Ganz wichtig. Und hier wird ja hoffentlich gleich dieses Ding hier. Ja, das wird belagert. Und dieses Lager brauchen wir eigentlich jetzt nicht, ne? Oh, verdammt. Gegnerische Hopliten. Wo sind die denn jetzt? Was sind das denn? Oh, verdammt. Raider. Das ist ja bitter. Ach, aus einer Gegend, wo ich sie überhaupt nicht erwartet habe. Wir haben hier zum Glück... Wir haben hier ein paar Leves drin. Wir können hier... Wir haben hier 38 Rekruten nur. Das ist bitter. Das ist bitter. Und gegen Hopliten kommen wir nicht so schnell an. Wie kommen wir da jetzt am besten weiter? Unsere gesamte Armee hier ist im Norden gebunden. Jetzt haben wir ein Problemchen. Ist hier noch irgendwo was? Hier ist noch ein Arbeiter, den wir vergessen haben. Den wollten wir in die Mine schicken. Genau, das machen wir mal gleich. Hier haben wir ganz viele Sklaven. Vielleicht brauchen wir hier gar nicht so viele. Das gucken wir uns mal an. Hilft jetzt zwar gerade nicht bei dem Problem. Nee, das lassen wir jetzt auch mal. Wir müssen hier eine Lösung finden. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde jetzt hier doch eine Stadtmauer bauen.
Die müsste sofort da sein. Das hilft, das bringt Zeit. So, und jetzt gucken wir mal, was wir zumindest aus Rom hier vielleicht heranführen können. Unser Furius Celsus ist noch lange nicht dabei. Wir könnten zumindest Lewis noch vermutlich einigermaßen schnell hier hinführen. Und wir müssen vermutlich, wir können hier, wir haben hier 73. Blöderweise haben wir natürlich hier keine Baracken. Wahrscheinlich hilft es nichts. Wir müssen Speerleute rekrutieren. Die können wir. 30. Das könnten wir noch hinkriegen. Also machen wir das. Speerleute. Und dann, die lassen wir erstmal auf den Mauern. Dann kommen hier noch die Lewis. Und vielleicht mit zwei Lewis und einem Speerkämpfer. Vielleicht schafft man es gegen Hopliten. Und es sind ja auch nur 30 Hopliten, nicht wie bei uns. Ich glaube, wir haben 50 oder so. Könnte also was werden. Das ist natürlich gut zu wissen, dass hier unten irgendwo ein Räuberlager ist. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Hier kommen die eigentlich nicht über den Fluss rüber. Wundert mich. Vielleicht ist es hier in der Ecke. Das müssen wir dann auch gleich mit erkunden. Also, warten wir das mal ab. Können. Die haben auch Erfahrung gewonnen. Das ist noch hilfreich. Wobei. Verteidigung nehme ich ja für Lewis nicht so gerne. Gut. Liebe Freunde, und hier, was machen wir mit den Einheiten? Mit den Einheiten positionieren wir uns erstmal hier. Die Frage ist nämlich, wo sind die weiteren Sabiner hier oben garantiert? Sie können also theoretisch können sie hier durchrücken auf unsere Stadt. Ne, ist ja nicht unsere Stadt. Aber sie können hier oben durchrücken und unsere Mine hier unterbinden. Das ist ein gegnerisches Lager. Tja, wenn die Marsi auch mit den Sabinen im Krieg wären, wäre es natürlich cool. Dann würden die die hier aufhalten. Okay. Wie auch immer, wir haben hier auch keine Rekruten. Gut. Hier wird jetzt gecaptured. Das ist auch soweit okay. Hier wird es jetzt interessant. Was machen. Oh, die wenden sich erstmal gegen die Camps hier. Oh nein, da kommen die nächsten Raiders. Verdammt. Das sind auch noch Elite-Leute. Das könnte knifflig werden, liebe Freunde. Die Stadt kann aufsteigen, sehe ich gerade. Das machen wir natürlich auch direkt. Bringt das irgendwie noch Verteidigungsfähigkeit? Ja, möglicherweise. Hoffen wir es. Auf jeden Fall. Ach, verdammt, jetzt haben wir Rekruten. Sehr gut, Leute. Wir haben Rekruten. Das heißt, wir können jetzt. Das kommt ja im perfekten Augenblick. Wir können jetzt Hopliten hier rekrutieren und damit müssen wir uns verteidigen können. Insofern, ja, wir schicken trotzdem die Lewis dahin. Das lassen wir mal so. Hier fliehen noch Sklaven. Die werden wir dann mit denen hier uns holen. Das ist soweit okay. Wir brauchen ja gar nicht so viele Sklaven. Die tun wir mal erstmal in die Stadt. Dann haben wir da eine Übersicht. Und wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen die Gegend erkunden, ne? Wobei hier oben, da kommen wir rüber. Okay, da kommen wir zur nächsten Stadt. Das wäre der nächste Schritt dann. Aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen erholen. Gut. Soweit, so gut. Die gehen jetzt gegen das Weingut. Minus 86. Aber wir haben Gott sei Dank genug Goldreserven, um hier bestehen zu können. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Okay. Gut, das ist jetzt die Volski. Der Volski. Botschafter meldet sich ja bei uns. Der hat auch irgendwas gegen die W und bittet uns, dass wir uns an ihrer Stadt dort engagieren, weil sie sich gerade woanders engagieren müssen. Das ist quasi eine Quest. Und wenn wir 5 W-Einheiten besiegt haben, bekommen wir 100 Gold. Naja, das haut mich jetzt nicht so richtig vom Hocker. Vielleicht erhöht sich aber die Beziehung zu den Ländern. Das wäre dann von Vorteil. So, und ich sehe, Rom kann auch aufsteigen. Das kostet allerdings jetzt schon was. Wir sind ein bisschen knapp an Holz. Das kostet 300, aber ich mache es trotzdem.
Wir machen es trotzdem. Die Sklaven ziehen wir doch gleich da an und wir werden mal erkunden. Wir werden mal mit den Leves hier in unbekanntes Gebiet gehen. Mal gucken, wo es da weitergeht. Das ist noch wichtig für uns zu wissen, ob die Sabine auch hier noch sind oder ob die nur hier sind. Überhaupt, vielleicht kann man ja so ein bisschen schätzen, wie viel... 912. Ich vermute, dass sie nur noch eine Stadt haben. Aber gut, die Erkundung ist trotzdem wichtig. Und auch wichtig ist hier unten, ob unsere... Ups, so. Aber wir können ja schon mal die Speerleute losschicken. Gegen die zumindest können die sich ja bestehen und die Leves auch. Und unsere Hopliten kommen dann später. 22 von 50. So, noch irgendwas, was wir übersehen haben. Wie sieht es eigentlich aus manpowermäßig hier in Rom? Null. Das Problem ist, dass ganz viele Einheiten aus Rom stammen und dadurch die Manpower weggenommen wird. Das sollte man perspektivisch, kann man das auch ändern. Man könnte zum Beispiel eine Einheit jetzt mal Ostia zuordnen. Aber ich weiß gar nicht, ob sie dann da hingehen muss oder ob man das einfach so machen kann. Bin ich mir gar nicht so sicher. Zum Beispiel, das sind nun, die kommen nun nicht aus Rom, aber hier die Leves. Ich bin nämlich gar nicht so sicher. Ach, man macht das, glaube ich, indem man jetzt hier rechts klickt und dann, genau, dann die Zuordnung ändert. Aber da müssen die tatsächlich dahin gehen. Das ist doof. Oder? Haben wir das jetzt geändert? Nee, das ist gut. Die sind geändert. Man muss da nicht hingehen. Ah, wieder was Neues gelernt. Okay, dann haben wir die aus Ostia und ich glaube, einen können wir noch aus Ostia machen, nämlich den hier. Der ist, ach nee, der ist aus Lanuvium, der ist auch nicht aus Rom. Na gut, dann ist das Problem vielleicht doch geringer, als ich dachte. So, auf jeden Fall sollten wir jetzt hier die Sklaven, nee, nicht Scavenging. Ihr solltet jetzt bitte zurückkehren, denn wir bereiten den Angriff hier gegen die letzte Stadt der Sabiner vor. Und vor allem ist hier unten jetzt die Lage interessant. Unser armes Weingut, aber wir helfen schon. Die Speerleute rücken schon aus, es brennt, aber der Kampf beginnt. Und die kommen natürlich auch, weil sie sehen, ja, ihre Freunde sind, werden bedroht, aber wenn die kommen, sind wir schon längst hier wieder fertig. Und dann kommen die Hopliten raus. Und dann seid ihr erledigt, liebe Freunde. Dann seid ihr erledigt. Das war's nämlich schon. Versucht nochmal schnell die Sklaven zu nehmen. Wir retten uns alle jetzt erstmal in die Stadt. Obwohl, nee, du bleibst mal einfach hier hinten stehen. Du gehst in die Stadt zurück. Und ihr versucht nochmal schnell die Sklaven zu capturen. Aber das wird offenbar nichts. Nein. Dann auch bitte Rückmarsch und wir warten auf die Hopliten, die immerhin schon 40 Leute sind. Und jetzt, wie viel seid ihr jetzt? Ihr seid 44. Ja, wir müssen ja nicht auf 50 warten, wir können es ja direkt auch so machen. Jetzt bitte hinaus mit euch und die Fernkämpfer hier hinten können wir schon mal zum Angriff schicken und so weit müsst ihr auch nicht weggehen. Die Fernkämpfer gehen auch schon raus und greifen an. Obwohl, die Hopliten sind so langsam. Ich glaube, ich war hier ein bisschen übermütig. Das gefällt mir nicht. Ihr sollt doch angreifen. So, jetzt aber kommt. Was machen die denn da? Was ist das für ein Zeichen? Charging? Achso, nee, das andere Zeichen. So, wir fallen ihn jetzt in den Rücken mit den Hopliten. Das funktioniert schon. Dann werden wir mit den Speerleuten von vorne kommen. Ist doch okay. Wunderbar. Die haben keine Chance, Leute. Die haben keine Chance. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drum zu kümmern, eigentlich. Ich gucke lieber mal, was wir hier oben tun. Eigentlich wollte ich doch da das neue Gebiet entdecken. Habe ich das? Nee, nur unzureichend. Hier sind auf jeden Fall auch noch Sabiner.
Okay, wir haben die Region entdeckt und hier scheint keine Stadt zu sein. Hier scheint keine Stadt zu sein. Geht ein Weg rüber und da kann man eine Brücke bauen. Über den Fluss kommt niemand rüber. Das ist gut. Ist hier noch irgendwo eine Furt? Wenn nicht. Ah, hier ist eine Mine. Das ist natürlich auch nett. Möglicherweise ist das hier so eine sichere Beule. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Aber auf jeden Fall müssen wir uns zurückziehen, weil wir jetzt den Angriff ja starten wollen. Und dazu müssen wir die Hopliten ganz nach vorne schicken. Und ich gucke mal, ob unser Anführer dann eigentlich schon wieder soweit ist. Aber bald. Ich denke mal, er ist dann soweit, wenn es gegen die Sabine hier oben geht. Dann kann das was werden. So, wie sieht es aus hier mit den Sklaven? Die brauchen wir nicht mehr. Die können wir mit denen verbinden. Und, liebe Freunde, na, ich denke mal, wir warten hier unten noch die erfolgreiche Schlacht ab. Unsere Hopliten stürmen von hinten auf sie ein. Sehr schön. Von allen Seiten werden sie bedrängt. Das haben wir eigentlich souverän erledigt. Wir haben auch nur noch minus 23. Das heißt, wir können uns schon zwei Hopliten leisten. Noch ist es Winter und der Feind ist schon besiegt. Okay, auch hier noch die Sklaven nicht vergessen. Und dann werden wir, glaube ich, mit diesen Truppen hier mal weitergehen und gucken, wo kommen überhaupt diese Räuber her? Müssen wir da noch was tun? Vermutlich müssen wir da noch was tun. So, und die Sklaven stellen wir mal hier hin. Die werden wir dann irgendwo mal austauschen gegen Arbeiter. Und dann, liebe Freunde, war's das erstmal wieder. Wir machen wieder eine kleine übliche Staffelpause. Wir sind, glaube ich, ganz gut vorangekommen. Es ist zum Glück, es ist nach wie vor fordernd. Es ist, wir haben es ganz gut im Griff, aber es ist nicht so, dass man sich hier so völlig irgendwie unbeachtet fühlt. Nein, nein, man muss sich hier schon sehr bemühen. Und je größer das Reich wird, umso komplizierter wird die Sache auch. Entscheidend ist, glaube ich, sind die Friedensschlüsse hier unten mit den, wie hießen sie nochmal, Volski, genau. Und mit den Marsi. Das gibt uns wirklich hier den Freiraum vorzugehen. Und ich hoffe mal, dass wir dann tatsächlich. Warum ist eigentlich. Ach nee, die Mine ist tatsächlich immer noch unser. Aber sie ist abgeschnitten. Warum das eigentlich? Aha, weil die Linie blockiert ist. Können wir da oben hin? Nein. Das Lager blockiert also unsere Linie. Das ist auch nochmal eine neue Erkenntnis. Auch wenn die freundlich gesinnt sind, blockieren die die Linie. Vielleicht, naja, perspektivisch kommen wir vielleicht über den Norden dahin. Aber das ist Zukunftsmusik. So, ich bin, wurde jetzt, habe mich ein bisschen ablenken lassen. Ja, aber ich glaube, es ist alles gesagt, liebe Freunde. Wir sehen uns nach einer Pause wieder. Ich freue mich darauf. Macht's gut, euer Steinwallen.